So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute geht es mal um das gestrige GTA 5 DLC, Leute. Ja, erstmal, Alter, ohne Scheiß, das ist das geilste DLC, das jemals kam. Und da ich ja jetzt PS4 auch habe, ja, einfach nur heftig. Und ja, heute zeige ich euch mal meinen Designer-Apartment und meine neue Villa. Und ja, jetzt seht ihr hier schon im Hintergrund, wir fangen jetzt hier beim Designer-Apartment an. Ganz gediegen habe ich mir jetzt hier mal die rote Einrichtung gegönnt. Keine Ahnung, auf dem Bild sah die ganz chillig aus. Auf jeden Fall switche ich dann in dem Video auch noch. Hier sieht man, auf der ersten Etage ist noch hier der Vorbereitungsraum für die ganzen Banküberfälle. Ganz normal, aber auf jeden Fall das Geile, Leute, ist, dass das Ganze sich jetzt hier im höchsten Stockwerk vom Eclipse Tower befindet. Schaut sich einfach die Aussicht an. Nachher sieht man es nochmal ein bisschen besser. Da ist dann Sonnenaufgang. Auf jeden Fall kann man jetzt hier die Treppe nach oben gehen, Leute. Voll geil. Da ist hier jetzt erstmal das Schlafzimmer. Die Rollos sind so ein bisschen nach unten. Also voll geil. Ohne Scheiß. Und ja, dann ist hier oben nur noch das Bett. Und ja, was glaube ich, das Bett, das Bad. Und Kleiderschrank, Leute. Also eigentlich ganz fresh, muss man schon sagen, Leute. Und jetzt zeige ich euch hier mal, dass man sich die Apartment-Stil, also die Einrichtung, anschauen kann, wie das aussieht, das Ganze. Und dann kann man, also man kann das dann, wenn man das Apartment gekauft hat, oder Penthouse ist es ja, kann man das Ganze dann neu einrichten lassen für 250.000 Dollar, glaube ich, ist es, oder GTA Dollar halt. Irgendwie so, Leute, auf jeden Fall hier auf jeden Fall richtig geile Einrichtungsmöglichkeiten. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Es gibt eigentlich nicht so wirklich was bescheuertes. Das einzigste, was ich nur kacke finde, ist das, was jetzt hier. Genau, dynamisch, Leute, dynamisch ist mir irgendwie dann doch zu dynamisch. Ja, Leute. Und ja, auf jeden Fall, das ist das teuerste Apartment jetzt, 1,1 Millionen. Wenn man das Ganze dann nochmal ändern will, die Einrichtung, kostet das Ganze halt 1,3 Millionen oder so. Aber ich denke, wenn man sich das Apartment leisten kann, dann kann man sich auf jeden Fall auch eine neue Einrichtung dann leisten. Je nachdem, wie man sieht halt. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall hier noch dann zum Schluss die lilane Einrichtung. Fand ich eigentlich ganz gediegen. Ja, so, keine Ahnung, so Partystimmung irgendwie. Aber sonst ist der andere Rest auf jeden Fall auch richtig geil. Elegant und so. Ich habe mir jetzt die Einrichtung gekauft, Leute, einfach mal so zum Fun, weil ich es irgendwie geil fand. So, Leute, und dann kommen wir jetzt auch schon zu der neuen Villa, was ich mir gekauft habe. Und ja, das Erste, was es an der Villa und überhaupt an allen neuen Stelzenhäusern be zu bemängeln gibt, Leute, ist, dass man von der Garage keinen direkten Zugang zur Villa hat. Man muss dann nämlich erst dann wieder nach draußen gehen und dann ins Haus reingehen. Also in der Haus. Bei der Haustür reingehen, Leute. Und ja, jetzt seht ihr hier schon. Ich habe mich erstmal gewundert, warum ich da spawn. Und jetzt gehe ich in meine Villa rein, Leute. Ihr seht hier ein Bild. Ich finde es richtig geil, so auch von außen so. Mit dem Holz und alles voll chillig. Und ja, dann komme ich hier gleich mal rein, Leute. Ich denke, ihr könnt euch das Ganze muss ich jetzt nicht auch noch kommentieren. Das Ganze ist über drei Stockwerke einfach verteilt. Ganz cooles. Ganz coole Einrichtung wieder. Ja, und Leute, mein Fazit jetzt zu dem DLC. Oder was heißt zu dem DLC, was sich mehr lohnt? Ob sich jetzt so eine Villa mehr lohnt oder denn so ein Designer-Apartment. Also meiner Meinung nach, Leute, lohnen sich die Designer-Apartments auf jeden Fall. Also, ja, keine Ahnung, ich finde es richtig geil. Also die Einrichtung von den Designer-Apartments
finde ich fast geiler irgendwie als die von den Villen. Hier ist natürlich ist beides geil. Man muss sich halt jetzt entscheiden, ob man lieber ja ein bisschen außerhalb von der Stadt wohnen will oder Vinewood Hills halt da oben oder ob man in so einem Eclipse Tower zum Beispiel wohnen will. Die Villa ist natürlich geil, richtig geil auf jeden Fall auch. Ist auch billiger als die als so ein Designer Apartment, also keine. Ich sehe gerade, was mache ich da im Hintergrund. Ja, ich habe mich einfach mal gewundert, dass man auf der PS4 jetzt auch Selfies machen kann. Und ja, also ist kein richtiges Fazit, Leute, merke ich gerade. Man kann sich schlecht entscheiden. Die Villen lohnen sich auf jeden Fall auch. Das über 3 Etagen ist richtig geil gemacht. Also müsst ihr eigentlich für euch wissen, aber ich rate euch auch. Oder ja, das ist Geschmackssache eigentlich. Ich hatte am Anfang die Villa für 800.000 Leute. Aber irgendwie, keine Ahnung, von außen hat die mir nicht so gefallen, die Location und so. Und ja, jetzt habe ich mir die gekauft, die war eigentlich ganz geil. Von außen, die für 800.000 hat zwar auch auf der Terrasse einen Pool, aber da man den Pool oder die Terrasse nicht vom Haus innen direkt nach draußen zur Terrasse betreten kann, keine Ahnung, sah ich da nicht so den Sinn drin, weil ich dann eh nicht so oft da in dem Pool abhänge. Keine Ahnung. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen jetzt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ja, es kommt auf jeden Fall noch ein Video zu meiner neuen Yacht, was ich mir gekauft habe. Und vielleicht zu den Autos mal schauen, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.